Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge des War of Mine. In unserer letzten Folge haben wir den Militärstützpunkt besucht und haben natürlich was zum Handeln mitgenommen, denn da kann man eigentlich nur handeln. Ich weiß nicht, wie man den einnehmen kann. Wir haben sehr viel Zigaretten da liegen lassen und Tabak und weiß der Geier, was wir da noch liegen gelassen haben. Dafür haben wir ein bisschen Medikamente besorgt, denn alle sind krank von uns und alle sind deprimiert. Aber das einzig Gute ist, dass der Winter vorbei ist. Und wir gucken mal jetzt, ob die Medikamente reichen, um uns alle wieder ein bisschen gesund zu kriegen. Und dann schauen wir, was wir noch so alles auftreiben können. Denn Essen haben wir eigentlich genug. Wir bräuchten eigentlich wieder ein paar Materialien, aber in erster Linie sind die Medikamente echt wichtig. Und ich muss irgendwie alle auf Trab kriegen. So, wir sind zurück. Was ist passiert? Passiert ist nichts. Wir haben Medikamente dabei. Ivano geht's gut. Ne, was heißt gut? Können ein paar Tabletten vertragen. Henrik geht's schlecht. Okay. Todkrank. Ich würde sagen, erstmal holt sich der Henrik ein paar Medikamente ab. Dann geben wir dem Kleinen ein paar Medikamente. So. Dann sind die schon mal versorgt. So, Henrik, du gehst dann pennen. Ist der Kleine? Ja, der Kleine ist auf Medikamente. So, die ist nicht so hungrig, also die braucht es noch nicht. Der Henrik ist eher hungriger, aber der soll sich jetzt erstmal hinlegen. Ja, Henrik, du brauchst nicht rauchen, wenn du schwer krank bist. Deswegen, du legst dich mal schön hin. Okay, Kleiner. Ja, ich weiß, aber ich habe euch ein paar Medikamente gebracht. Wie wär's, Kleiner? Willst du was spielen? Ja, komm, spiel du. Nee, er will nicht spielen. Okay, was haben wir denn noch alles da? Wir haben echt gar nichts da. Wasser haben wir da. Das war's auch schon. Okay. Können wir was kochen? Nein, dafür brauchen wir Brennmaterial. Okay, wir hätten hier einmal Brennmaterial. So, dann könnten wir jetzt eine Portion kochen. Ne, können wir nicht. Wir brauchen nochmal Brennmaterial. Shit. Okay, Cheveta ist nur hungrig. Das kann nicht so schlimm sein. Aber sie ist todkrank. Ich würde sagen, du legst dich mal hin. Marvin ist hungrig, leicht krank und deprimiert. Okay, der Kleine will reden. Dann rede mal mit dem, mit deinem Kleinen. Was ist jetzt? So, dann unterhaltet ihr euch mal ein bisschen. Du setz dich mal da auf den Stuhl. Marvin ist hungrig. Bücher wären nicht schlecht. Bücher könnten die Stimmung auch etwas anheben. Okay, kochen können wir nichts. Ich würde sagen, komm, Marvin, hau dir mal so eine Frühstücksdose auf. Okay, sehr gut. Du bist dann topfit.
die zwei reden noch. Dann soll die sich mal wieder hinlegen. Die kann das hintere Bett nehmen. Oder lass die mal ein bisschen schwätzen hier. Wir lassen mal alle ein bisschen miteinander reden. Denn ich muss auch aufpassen, dass die nicht arg zu sehr depressiv werden, weil ich habe die Befürchtung, sonst tun die sich noch gegenseitig was an oder sich selber was. Das wäre natürlich nicht so nett. Okay, an sich. Also Essen haben wir genug, Medikamente bräuchten wir halt wirklich. Okay, Henrik, du bist sehr hungrig. Der Kleine ist auch hungrig, aber Henrik, du legst dich mal hin. Ivano, du bist traurig. Willst du jetzt vielleicht was spielen? Ja, sieht doch schon mal besser aus. Wie geht's denn Henrik? Der ist immer noch deprimiert. Okay, der ist schwer krank, sehr müde, sehr hungrig. Dem geht's echt scheiße. Um ihn kümmern wir uns als nächstes. Okay, der Kleine spielt. Das ist schon mal nicht schlecht. Also solange, wenn es dem Ivano geht, dann geht es mir auch gut und ich hoffe euch auch. Denn der Kleine, dem muss es auf jeden Fall gut gehen. Okay, die zwei haben sich ausgesprochen. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde sagen... Hier bleibst du stehen. Dir gebe ich mal eine Dose. Der ist immer noch deprimiert. Kann ich mit dem Kleinen reden? Nee, der Kleine hat nur Hunger. Henrik, du bist hungrig und sehr müde, dann geh du mal schlafen. Und... Cheveta, du darfst auch schlafen gehen. Obwohl, die zwei könnten eigentlich noch reden. Der Marin ist wieder deprimiert, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kann er mit dem Kleinen schwätzen? Nee, kann er nicht. Okay, die Nacht bricht gleich ein. Was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich genug zu essen. Wir brauchen auf jeden Fall Medikamente. Vielleicht Bücher. Wenn ich Bücher finde, das wäre nicht schlecht. Okay, wir gucken mal. So, Marin geht auf jeden Fall plündern. Die soll schlafen, der Henrik soll auch schlafen und Ivano soll auch schlafen. Ich hoffe, es überrascht uns keiner. Wo gehen wir denn hin? Stadtkrankenhaus, Lebensmittel. Okay, und Vorsicht ist geboten. Ruhiges Haus. Waren wir da schon? Ja, ein paar Teile gibt es da, ne? Das ist nicht sehr berauschend. Wohnhaus, Autowerkstatt. Möglicher Handel. Sollen wir es nochmal wagen? Ich weiß, da war der Typi, der wo seinen Vater dabei hatte. Ich würde sagen, komm, wir nehmen das Messer mit. Wir müssen überleben, dann muss er halt dran glauben. Und ich bete, dass wir Marin nicht verlieren. Ja, wir gehen mal los. Anscheinend sieht es so aus, als ob... Doch. Was gibt's hier? Okay, das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Dietrich ist immer gut. Nehmen wir das hier mit. Komm, das nehmen wir alles mit. Hier gibt es echt eine Menge zu holen.
Was haben wir denn jetzt alles? Ich würde mich mal etwas rausschleichen. Nur mal kurz, um zu gucken, was wir im Rucksack jetzt haben. Sägeblatt. Sägeblatt brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das würde ich rausschmeißen. Okay, wir gucken nochmal, was es hier gibt. Ich hoffe, die hören uns nicht. Medikamente waren halt echt schön. Hat der gute Herr hier Medikamente? Nee, aber Filter hat er. Was brauche ich denn davon nicht? Das lasse ich mal da, das lasse ich auch mal da. Tabak lasse ich auch mal da. Das Gemüse würde ich aber gerne mitnehmen. Das hier nehme ich mit, Wasser nehme ich mit. Das hier nehme ich mit. Die gibt es hier vielleicht noch mal Medikamente. Nein, aber hier gibt es echt eine Menge Stoff zu holen. Kräuter gibt es hier echt eine Menge. Ich glaube, soll ich mal durch die Tür spicken? Ich kann spicken mal durch die Tür. Da ist nur einer. Wo ist denn der zweite? Der ist nicht da. Aber mein Rucksack ist eh voll. Medikamente habe ich leider nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal und wir müssten uns dann auf einen Kampf einlassen. So leid es mir auch tut. Aber hier geht's ums nackte Überleben. Okay, wir wurden ausgeraubt. Ah, schlecht. Was wurde denn mitgenommen? Essen wurde, eine Menge an Essen wurde mitgenommen. Okay, wir haben aber auch wieder was zurückgebracht. Okay. Ah. Okay, leicht krank, müde. Würde ich sagen, geh du mal pennen. Wie geht's den anderen eigentlich? Sehr hungrig, hungrig. Am Boden zerstört. Das ist natürlich absolut schlecht. Komm, ihr beide redet mal. Ja, das müssen wir, leider. Das sieht echt nicht gut aus hier. Geh du und schwätz mal mit dem Kleinen. Ich muss echt aufpassen, dass die hier nicht alle kaputt gehen. Wie geht's denn dem kleinen Ivano eigentlich? Er ist nur hungrig, okay. So. Ein bisschen hält er noch was aus. Sollen sich die viermal alle unterhalten? Ja. Okay, es ist jemand an der Tür. Ich gehe da mal mit Marin hin. Wir sehen noch deutlich fitter, also der ist der fitteste von allen hier. Ah, nicht nach oben. So. Ah, okay, ein Händler. Was hast du denn Schönes dabei? Medikamente wären nicht schlecht. Hast du Bücher? Nee, hast du nicht. Okay, ich würde gern die Medikamente nehmen. Die Kräutermedizin. Was willst du von mir? Konserve brauche ich selber. Das Messer brauchen wir auch auf jeden Fall selber.
Aber die Kräuter würde ich ihn anbieten. Das Zeug würde ich ihn anbieten. Zucker würde ich ihm anbieten. Okay, das würde er nehmen. Gegen die Medikamente. Was brauche ich denn noch? Filter habe ich. Was hast du noch so im Petto? Ja, ich würde sagen, wir handeln. Jetzt darfst du wieder gehen. Leicht krank. Wer ist hier noch? Okay, Cheveta ist todkrank. So, wie geht's dem Henrik eigentlich? Der ist auch todkrank. Okay, Cheveta, du kriegst diese Kräutermedizin. Okay, die ist zu krank. Dann red du mal mit Marin. Henrik, komm, steh auf. Okay, Henrik möchte nicht mehr aufstehen. Wo ist denn der Kleine eigentlich? Komm, kleiner Mann, geh mal runter zum Opa. Vielleicht kannst du ihn ja wieder ein bisschen aufbauen. Henrik ist eigentlich nur hungrig. Reden können die beiden nicht. Schlecht, 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 schlecht. Komm, ess mal ein bisschen Gemüse. Der macht nichts mehr, der Henrik. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Die zwei reden. Ivano, willst du ein bisschen spielen? Ich glaube nicht. Nee, der hat echt keinen Bock mehr. Der hat auf gar nichts mehr Lust. Kannst du eigentlich selber essen? Ja, du kannst sogar selber essen. Aber schau mal einer an. Sehr gut. Okay. Henrik, du bist wieder am Stehen. Nicht schlecht. Marvin, geh mal runter. Helf dem armen Mann mal. Kann ich ihm helfen? Ja, ich kann ihm helfen. Medikamente. Henrik S., du musst fit werden. Okay, und dann kriegst du noch Gemüse. Wo ist denn der kleine Ivano eigentlich? Der versteckt sich da hinten immer. So, kannst du jetzt wieder mit deinem Opa reden? Komm, wir probieren es einfach mal. Oder kannst du mit irgendeinem von den beiden hier reden? Nee, reden kannst du nicht. Henrik, du bist leicht krank, deprimiert und müde. Dann nimm du mal das da hier. Okay, Opa. Kannst du mit deinem Kleinen reden? Nee. Marin, du gehst kurz eine Runde pennen. Ich weiß nicht, ob das was bringt für die kurze Zeit. Und dann machen wir kurz die Lage nochmal hier klar. Also Marin ist deprimiert. Die ist todkrank. Und deprimiert, auch deprimiert, auch deprimiert. Alle deprimiert. Nicht schlecht. Die kann mit der Cheveta reden. Dann rede du mal mit ihr. Okay, die Nacht bricht ein. Marin, du gehst wieder auf Raubzug.
schlafen und die soll auch schlafen. Und wir gehen nochmal zur Autowerkstatt, denn da gab es wirklich viel zu holen. Wir nehmen auf jeden Fall unser Messer mit. Weil wenn der Opa mir da in die Quere kommt, dann ist es vorbei mit dem Opa. Und ich hoffe nicht für mich. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger jetzt sein. Ich weiß nicht, wo der gute Mann jetzt ist. Okay, der ist immer noch dort. Was gibt's denn hier noch zu holen? Eine Schaufel. Dann gibt's von den Dingern hier einiges zu holen. Holz. Okay, was gibt's hier nochmal? Essen. Essen. Ein Beil. Ja, Beil ist erstmal nicht so wichtig. Munition lasse ich mal da, das brauche ich eh nicht. Hier gibt es noch was zu essen. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Nein. Okay, mein Rucksack ist voll. Wir haben ordentlich Materialien zu essen da. So leid es mir tut, wir müssen hier die Autowerkstatt leer machen. Und wir gehen mal zurück wieder. Wir sind zurück. Passiert ist nichts. Henrik ist immer noch schwer krank. Cheveta ist auch sackkrank. Wir haben diesmal keine Medizin mitgebracht. Aber wir haben reichlich Essen. Wir haben reichlich Bestandteile, Holz und alles Mögliche. Das heißt, eigentlich geht es uns nicht so schlecht. Wir müssen nur gucken, dass wir jeden wieder fit kriegen. Die sind alle deprimiert. Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Deswegen schreibt was in die Kommentare, liked das Video und bis zur nächsten Folge.